Hallo und herzlich willkommen zurück bei Da schmeißt er die Flasche um. Aperture Tag, Folge 5. So, ich habe mich wieder zurück teleportiert, praktisch. Und eine leise Ahnung, was mein Problem war, beziehungsweise wie ich jetzt hier durchkomme. Und zwar waren wir eigentlich nah dran, denke ich. Mal gucken, ob das denn jetzt überhaupt so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. So, wir jumpen hier. Wir machen den da. Wir gehen hier hin. Wir drücken da. Aua. So, und dann gehen wir nämlich hier hoch. Und tun mal hier ein bisschen glibbern. Und dann sollten wir nämlich hier rüber springen können. Und wenn wir den Cube da weghauen, sollten wir da rüber... rüberkommen. Hoffe ich. Ja, so schon mal nicht. Blödmann. So. Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich denn mich nicht bewegen, Mann? Das ist ja ätzend. Ich drücke vor und zurück und es passiert rein gar nichts. Mann, Mann, Mann. So. Okay. Perfect. Piece of cake. Nothing out of this world. It's time to increase the complexity just by one variable. Lass mich rauf. Ah. Okay. Er hat Cake gesagt. Aperture Science. Cool. Dass wir hier immer wieder durchgeleitet werden. Ich würde hier so gern rumlaufen. So. What's happening now? Jetzt erschrecke ich mich gleich. Was? Chapter 2? I don't know if you noticed, but these are very old offices. This Fizzler is offline. You will have to activate it first. Ach, guck mal. Ich kann doch hier überall... Ich würde gerade sagen, ich kann ja hier einfach rüberspringen, aber kann ich gar nicht. Denn meine Gun ist ja nicht aktiviert. Wieso macht denn das der Computer nicht selber? Der ist doch so schlau. Hier können wir es machen. Oder auch nicht. Oder doch? Oder nein? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt... Ach, die Tür ist aufgegangen, oder? Ja. Aha. Okay. Great. Now use your gel gun to actually get to the testing site out there in the gorge. Okay. Blue is deactivated. Schön. Okay, cool. Endlich geht's mit Orange. Oh, 7 von 16. Also wir sind nah am... ja, Hälfte, ne? Nah an Hälfte. Oh. Immer diese bösen Tests. Hi. Oh, bist du umgezogen? Careful now. That thing crushes you to death. Its official name is the Aperture Science Cold Work Apparatus. We should simply call it the Crusher. Easy to remember. Phew, nicely done. You know, we actually have one guy whose only job is to name all the Aperture Science patented devices. He even came up with that term. Mann, Mann, ich möchte auch bei Aperture Science arbeiten. Und ich möchte jetzt hier rauskommen. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. So. Just a standard testing sphere. Nothing special. Okay. The average human doesn't have the reaction times required for this test. So I will shout out the directions you gotta go. This really helps out with survival rates. In theory, you're the first ones here. Ready when you are.
Ich hätte lesen sollen. Are we starting already? Quick, left turn! Okay. Klappt das echt ohne? Nee, klappt nicht ohne. Haben die gelogen. Pfff. Spiel. Hab ich das Finale verpasst. Wuhu! Weiter geht's. Nein! Mann! Mach doch nicht die Spannung kaputt. Jump ahead! We did a really good job out there. You flying around all over the place and I tell you how to get there. I should get the guys up here to do more tests like this. Ja, das war schon lustig, danke. So, weiter geht's. Nächster Test und ich erschrecke mich wieder. Oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist so dunkel. Huch, ach so, das ist die. Okay. So, blau und orange. Diesmal. We have boat gels at our disposal. We want to be more careful about our next move. We don't want to end up short or overdo a jump. Neue Boxen. Das ist aber ganz schön, ne? Ach, was mache ich denn? Das ist doch falsch rum. So. Ja, das gefällt mir. Jetzt sitzt er irgendwo draußen, im Grünen, so wie es aussieht. Audio by Aperture. Haben wir hier ein Upgrade gekriegt, oder was? Ein bisschen Angst jetzt. Hm, okay. Was muss ich tun? Das kann doch jetzt hier nicht immer das gleiche Prinzip sein, ne? Na siehste. Ich wollte schon sagen. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ah, schade. Aber es ist knapp. Es ist knapp. Es ist knapp. Ich bin, dann wird man zu übereifrig, wenn man das schon einmal geschafft hat. Schade. Nee, 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 das muss irgendwie anders klappen. Das muss irgendwie anders klappen. Das ist schade. Okay, so. Blau ist nicht mehr da. Ah, komm schon. Schade. Ja, ja, ihr müsst Nerven haben mit mir, ne? Das ist ätzend. So. Jawohl. Okay, vielleicht, wenn wir die Strecke hier mit benutzen, zum Aufspeeden. Springt der erst gar nicht ab. Okay. Gut, ich glaube aber, das könnte richtig sein. Wir müssen dann mehr blau machen. Ich mag blau machen. Blau machen ist schön. So. Da gehen wir hin. Und da gehen wir lang. Das macht so viel Spaß. Juhu. So. Mehrblau.de.
Nein, was machst du denn? Oh, jetzt bin ich da über das Seil gelaufen. So. Jetzt, das ist doch unfassbar. Ja, und sonst so alles klar bei euch? Alles schön? Ja, nicht gut. Schade. Gut, so, dann machen wir hier blau und hier orange und dann machen wir den da und das reicht bitte, danke schön. Ich bräuchte einen Tipp langsam mal hier, ob das denn überhaupt richtig ist, was ich tue. Hm, könnte reichen. Nein! Okay. Kann nicht sein, was ich tue. Kann nicht sein. Mm-mm. Gut, dann Theorie 2 ist einfach die Wand. Okay, geht nicht. Gut. Schön, dass das so gar nicht funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das klappen wird. Aber ich versuche es trotzdem nochmal. Nee. Okay, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich gestehen. Ach, leck mich doch. Warum ist denn... Das ist 2 cm zu wenig orange und dann... Ja, das Leben ist nicht leicht. So. Das werde ich jetzt nicht nochmal ausprobieren. Okay, also man kann sie auch nicht irgendwie zurückbouncen. Okay, jetzt bin ich aufgeschmissen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da machen wir dann hier weiter und schauen nochmal, ob wir das dann schaffen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.